Hallo Leverkusen! Herzlich willkommen zu meiner Dreamband, Thomas Stieger am Bass. An den Keyboards, Simon Ostländer. Vibraphon, Christopher Dell. The one and only Mr. Nils Landgren. Saxophone, the one and only Mr. Bill Evans. And große Freude, Mr. Randy Brecker! Thank you.
Ja. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Nochmal ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Entschuldigung. Von dieser Band. Ich war beim Agenten Carsten Janke in Hamburg im Büro gesessen, Grüntee trinkenderweise, und zwar vor 2 Jahren, so sinniert, was man eigentlich mal machen könnte. Und auf die Frage, wie eine mögliche Dreamband aussehen könnte, habe ich genau diese Namen aufgezählt, ohne drüber nachzudenken. Und nach 5 Minuten haben wir die Entscheidung gehabt, okay, das probieren wir. Alle angerufen, jeder hatte Zeit, und das sind wir heute Abend. Dream Band heißt auch gleichzeitig Dream Programm. Ich habe in dem ganzen Lockdown-Gedöns viel Zeit gehabt, wie alle, na eigentlich. 24 Stunden Schlagzeug üben ist auf die Dauer auch öde. Von daher habe ich mich dann intensiv auch mit dem ganzen Programm der Tour beschäftigt und habe so Lieblingssongs von mir aus den verschiedenen Programmen herausgesucht. Zum einen so Highlights aus meiner Feder, aber auch Stücke, die ich in den Bands, speziell von den dreien, hier vorne gespielt habe. Ich war 10 Jahre bei der Funk Unit Schlagzeuger, war seit fast 30 Jahren in verschiedenen Bands von Randy Brecker tätig oder bin und habe seit vielen Jahren auch eine Band mit Bill Evans zusammen, das Spy Killers. Wir waren auch hier mal in Leverkusen. Und von daher habe ich mal aus diesen Programmen auch noch Stücke rausgesucht und eine Nummer aus dem Programm von den Spy Killers möchten wir jetzt spielen und Bill wird das Ganze singen. I'm just saying great things about you. Boah. Das Gute ist, ich kann ja eigentlich sagen, was ich will. Er versteht's nicht. So, Bill Evans. Dankeschön. Myself and Nils and Randy would like to thank Wolfie for having us on this tour. It's been nothing but fun and it's an honor for us to play with all these great musicians. And so he asked me to sing a number that had different influences. So I picked a number written by Brooks Ritter that has different influences that span pop, rock, blues, and jazz. So this particular song has a little bit of Beethoven, Bartok, the Bee Gees, Frank Sinatra. You'll hear the obvious Elvis Presley overtones. And it's that kind of stuff that can actually make a song more interesting, and so I'm going to play it for you right now. Thank you. And crosshairs, they bled the earth red. They march to the shadowy fields of time. Their hate was their crime, and that hate is now mine. So, where is my soul now? Search for truth.
find my survival's been lost in the grooves of life. Punching my way through a heart of glass, with nothing to show but a match whose flame won't catch. Whoa, so where is my soul now? So
Thank you.
Thank you.
Landgren.
Vielen Dank, Grill. Danke. Ich würde Ihnen gerne mal sagen, wie unfassbar viel Spaß uns das macht, für Sie heute zu spielen. Wollen Sie es hören? Es macht unfassbaren Spaß. Es ist ja so, dass wir alle 1,5 Jahre zu Hause gesessen waren, uns blöd geübt haben sozusagen, Stücke geschrieben, Platten produziert, alles gut und schön, ab und zu mal ein Livestream. Aber es geht nichts über diesen Energieaustausch mit Ihnen, unserem geliebten Publikum, egal wo auf der Welt wir hinkommen, haben wir treue Fans und unter anderem auch in Leverkusen. Ich glaube, das ist mein 14. oder 15. Mal. Wir alle hier waren oft hier. Und ganz herzlichen Dank, Veranstalter, dem Fabian und seinem gesamten Team, dem WDR. Es ist jedes Mal wie ein Nachhausekommen. Und natürlich Ihnen allen, dass Sie Ihre Zeit und Ihr Geld in die Hand genommen haben, uns heute Abend zu hören. Herzlichen Dank, Leverkusen. Jetzt möchte ich gerne ein Stück spielen von einer Trilogie, die ich mal gemacht habe. Kind of Cool war ein Album, das andere war Kind of Spain und Kind of Tango. Von diesem letzten Album Kind of Tango spielen wir jetzt das Stück Tres Hermanos. Und das featuret unter anderem einen meiner langjährigsten, ältesten Freunde am Vibraphon, einer der größten Vibraphonisten dieser Welt. Riesenapplaus für Christopher Dell. Thank you.
Meine Damen und Herren, Christopher Dill. Christopher Dill. Dankeschön. Wir sind noch längst nicht am Ende des Programms. Wissen Sie, was ich mir gerade denke, wenn man hier hinschaut? Das ist quasi so, wie wenn in einer Weltauswahl Ronaldo, Messi, Mbappé und Zlatan Ibrahimovic sitzen würden. Die Besten der Besten, unglaublich. Kommen aber gleich wieder zurück. Jetzt ist für mich ein besonderer Moment, den Randy nochmal speziell mit einem Stück vorzustellen. Und zwar eine Nummer, die hatte ich ursprünglich, wie immer hatte ich keinen Titel. Und dann irgendwann habe ich eine Quincy Jones Platte gehört und habe gedacht, das nenne ich einfach Q. Quincy, sehr einfallsreich, gib's zu. Kurz ein paar Tage später habe ich dann James Bond geguckt, da war auch Q, der Waffenmeister, Sie kennen ihn noch. Ich habe gesagt, das ist das erste Stück, was wahrscheinlich zwei völlig unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Genres gewidmet ist. Jedenfalls, dieses Stück Q hatte ich niemals gedacht, dass es für Bläser taugt. Dann habe ich es dem Randy vor der Tour mal geschickt, einfach so. Und sagte, ey man, great song, let's do it. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem wirklich der absoluten Meister der Musikgeschichte, ein Stilbildner, da gibt es nicht viele von, aber er hat Musikgeschichte geschrieben und schreibt sie jeden Tag aufs Neue. Mit Brecker Brothers, er hat auf Tausenden von Platten gespielt. Die Frage ist nicht, wo er gespielt hat, die große Frage ist, wo hat dieser Mann nicht gespielt? Ich bitte jetzt um einen Riesenapplaus. Ein Wop, Wop, Wop. Oh, in der Ruhe liegt er. Ein Riesenapplaus. Er weiß nicht, was ich sage. Er wird gleich hinten rüberhören. Ein Riesenapplaus für den unfassbaren Randy Brecker!
Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Bevor es mit der ersten Zugabe weitergeht, möchte ich ein paar Menschen danken, die mit uns auf Tour sind, die nicht auf der Bühne stehen, zumindest nicht sichtbar, ohne die wir aber keinen Ton wirklich spielen könnten. Zum einen unser Lichtmann Tom Patch und Dominik Arnold Sound. Vielen Dank. Dann hier oben, gut versteckt, er macht immer, dass wir schön hören können auf den Monitoren, Jochen Etzel Monitor und Benji Jul Backline. Dann geht diese Tour durch die bewährten Hände sozusagen von Thorsten Herbig vonstatten. Der ist seit Tag 1 dieser Jazz Nights Tour, in deren Rahmen unsere ganze Konzerte laufen, ist er der Tourmanager, Tourleiter für alle Bands, so auch für uns Thorsten Herbig, seine Assistentin Nathalie Reimers, die Ihnen auch im Foyer gleich noch freundlich, aber bestimmt CDs andrehen möchte. Also den beiden auch vielen Dank. Und eigentlich sollte man mit den nächsten beiden immer zuerst anfangen, weil der eine ist unser Caterer, der kocht uns jeden Tag super Essen. Das ist der Tom. Und der andere ist der Busfahrer, der uns jede Nacht in die nächste Stadt fährt. Da kann man beruhigt ins Bett gehen und dann steht man morgens auf und plötzlich sieht man Leverkusen. Das Herz fängt in der Früh schon an zu hüpfen. Also, Tom und der Matthias. So.
Verraten. Sie waren das beste Publikum, was wir heute Abend hatten. Ganz herzlichen Dank, Leverkusen, Thomas Stieger, Christopher Dell, Nils Langgren, Bill Evans, Simon Ortlender, Randy Brecker. Tschüss!